Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar habe ich heute was Nices für euch. Und zwar ein Changelog-Script. Ja. So, das informiert eure ganzen Spieler, wenn sie halt immer wieder joinen. Und diese können dann diese Updates lesen. Ne? Müssen natürlich von euch reingeschrieben werden. Und ja, ich würde sagen, wir schauen da einfach mal rein. So, wenn wir dann einen Multischal so benutzen, müssen wir natürlich erst hier unseren Charakter auswählen. Und jetzt können wir hier so die ganzen Updates lesen, die der Server dann hat. Vielleicht noch ein kleines Logo rein, beziehungsweise ein Bild und so weiter und so fort. So, da bin ich auch schon wieder. Und zwar haben wir hier ein Changelog. Hier schreibt ihr halt die Updates rein, die der Server dann hat. Und so der Spieler kann sich das Ganze einmal durchlesen und dann hier einfach auf Close und kann dann sein RP weiterspielen. Ja, mehr ist das auch nicht. Ich würde sagen, wir gehen auch unten in der Videobeschreibung rein, falls ich nicht immer gestört werde. So, da bin ich dann auch schon wieder. Ja, wie gesagt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Einfach runterladen, dann einmal auspacken und sollte hier noch minus Main oder Master hinterstehen, das muss natürlich weg. Dann kopieren wir uns hier den Ordner noch raus und gehen dann anschließend in den Resource-Ordner. Wenn wir in den Resource-Ordner sind, ziehen wir einfach diesen Ordner in den Resource-Ordner und ja, müssen dann einmal zurück und in die Server-TFG und hier müssen wir das Ganze einmal starten, speichern, schließen und den Server neu starten, dann haben wir das Ganze installiert und können das halt schon abrufen, durchlesen etc. pp. Jetzt schauen wir uns das Ganze einmal an, wo wir das Ganze ändern können. Dazu gehen wir in diesen Ordner rein und gehen einmal auf Changelog und öffnen so das Ganze einmal und hier sehen wir auch schon, was wir alles machen können. Und zwar, wir können auch so das Ganze mit einem Link ausführen. Und hier unten könnt ihr auch euer Bild noch hinzufügen. Hier haben wir die Überschriften. Und hier haben wir noch eine andere Textart. Und hier könnt ihr die ganzen Updates für eure Spieler dann reinschreiben. Ne? Ja, speichern, wieder hochladen und ihr seid fertig. Ja, mehr ist das Ganze auch nicht. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao ciao. Wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and